Die mittlere Baureihe, E-Klasse genannt, ist ja nach wie vor das Rückgrat der Mercedes-Automobilflotte und schon im Frühjahr haben die Schwaben die Limousine erneuert. Entscheidende Karosserievariante ist natürlich der Kombi, bei Mercedes ja traditionell T-Modell genannt. Die Kombiversion mit dieser großen Heckklappe hier, die übrigens serienmäßig elektrisch öffnet, und die Variabilität dahinter, das gucken wir uns alles später an. Zunächst prüfen wir mal die Reisetauglichkeit der E-Klasse. Fahrverhalten bin ich ausgesprochen angetan. Der Wagen strahlt, obwohl er recht dynamisch fährt, eigentlich nichts Aggressives aus, sondern was Defensives. Er ist auch sehr komfortabel abgestimmt, also sehr langstreckentauglich. Und auch der Innenraum ist überzeugend, was hier so an den Instrumenten eingespiegelt wird, an Informationen. Das ist gut, auch gut ablesbar, sinnvoll. Das Navigationssystem funktioniert prima, hat auch eine tolle Anzeige, sprachgesteuert über die sogenannte Linguatronik. Das wirkt alles sehr ausgereift. Angenehm ist auch, dass die Karosserie sehr, sehr übersichtlich ist. Also die Dimensionen rechts und links kann ich prima abschätzen, komme hier gut durch die Baustelle durch. Rechts und links, das funktioniert wunderbar. Das Besondere hier auch bei der E-Klasse ist natürlich die Variabilität des Innenraums, des Kofferraums. Das betrifft zwei Sachen. Zum einen hier diesen Boden, den kann man rausnehmen. Und wenn ich da mal reinschaue, dann geht es richtig tief runter, da wo früher das Reserverad war. Ich vermute mal, da müsste man eigentlich auch ausgewachsene Palmen für den Umzug reinstellen können. Ja, das erspart fast den Umzugswagen. Und dann hat sich Mercedes einen ganz besonderen Kniff ausgedacht. Und wenn ich jetzt an diesen beiden Entriegelungshebeln hier ziehe, dann passiert gleichzeitig Folgendes. Die Vordersitze fahren ein Stück weit vor und die Rücksitzlehne fällt um. Und dann stehen immerhin 1950 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung. Platz hat das E-Klasse T-Modell also reichlich und gut nutzbar ist er auch. Nur hat die Sache einen einzigen Pferdefuß. Man sieht es hier, ich sitze hier richtig eng, weil das Auto nämlich überhaupt nicht daran denkt, den Sitz, wenn die Lehne wieder richtig steht, dahin zu fahren, wo sie denn vorher stand. Das kostet nämlich 1500 Euro Aufpreis, oder? Ich mache das ganz normal hier mit der elektrischen Verstellung in der Tür. Wir haben den neuen Mercedes Kombi als sehr gut verarbeitetes, klasse Auto kennengelernt mit komfortablem Fahrwerk und super Platzverhältnissen. Allerdings hätten wir auch zwei konkrete Tipps für mögliche Käufer. Der eine: Man sollte eigentlich möglichst nicht dieses helle Interieur nehmen. Das verschmutzt schon bei dem nagelneuen Testwagen ziemlich stark. Also da ist ein dunkles Leder sicherlich besser. Punkt 2 betrifft die Wahl des Motors. Unter der Haube unseres Testwagens ist ja der große V6 Diesel montiert. Der kostet ja mindestens 54.000 Euro. Und da habe ich für den Käufer den Tipp, gleich in zweifacher Hinsicht zu sparen. Zum einen bietet nämlich der 250 CDI, der Vierzylinder, kaum schlechtere Fahrleistung, ist aber 7.000 Euro preiswerter und verbraucht außerdem auch noch 1 bis 2 Liter weniger Diesel.